Manchmal kann man mit ganz einfachen Lebensmitteln völlig verschiedene Sachen machen und so mehr Vielfalt und Spaß in die Ernährung bringen. Deswegen heute drei Dinge mit Karotte. Mein Name ist Sascha Walicek, ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin und leite das Faustformel-Team. Wir haben uns darauf spezialisiert, den Menschen beim Abnehmen zu helfen, bei denen nichts mehr so richtig funktioniert. Unsere Strategien sind einfach, alltagstauglich und ganz wichtig, verhelfen dir zu einem entspannten Zugang zur Ernährung. Viele Menschen sind Gemüse nicht gewohnt, mögen bestimmte Gemüsesorten nicht oder es wird einfach langweilig, weil ihnen fällt mit einem Gemüse wie einem so einfachen Gemüse wie Karotte einfach nur eine einzige Sache ein, die sie machen können. Manche kochen es, manche machen Salat, aber man kann mit jedem Gemüse ganz viele Dinge machen und ich finde, man sollte so nach und nach zumindest drei Dinge finden, die man mit jedem Gemüse machen kann. Und jetzt wollte ich euch mal meine drei Lieblingssachen zeigen. Also abgesehen davon, dass ich sie gerne roh esse, aber ich mag sehr gerne einen Karottensalat. Der Karottensalat, für mich ist es wichtig. Wir haben jetzt hier, also ich bin zu faul, das mit der Hand zu raspeln. Ich habe eine Küchenmaschine, also geht das dann ganz schnell. Ich finde es immer ganz wichtig, dass der ganz fein geraspelt ist. Es gibt ja auch Menschen, die machen gekochten Karottensalat, also wo die Karotten vorher gegart, also in Scheiben geschnitten werden und dann gegart werden. Ich bin kein Fan, aber das ist Geschmackssache. Das kann jeder machen will. Also ich mag ihn ganz fein gern, dann ist er nämlich von vornherein schon relativ saftig. Und das ist wirklich das Einfachste, was man machen kann. Jetzt ist es so, schon allein um das Beta-Carotin im Salat aufnehmen zu können, braucht man ein bisschen Fett. Das heißt, Fett braucht man jetzt hier sowieso, damit er überhaupt besser verdaulich wird. Fett hilft überhaupt bei der Verdauung von Gemüse und auch Leute, die mit Histamin und Fructose Probleme haben, denen geht es oft besser, wenn sie mehr Fett reintun. Hier würde auch ganz gut ein bisschen Leinöl passen, aber ich mag es gerne mit Olivenöl. Wenn dir das zu scharf als Geschmack ist, dann probier es mit Leinöl oder mit einem ganz milden Olivenöl. Das ist einer der wenigen Salate, wo ich das Öl getrennt drüber schütte. Bei den anderen, wisst ihr ja, mache ich immer davor das Dressing. Das ist irgendwie, das habe ich mir anders angewöhnt. Dann haben wir hier Salz. Unser Salz ist nicht sehr salzig, deswegen schaut das immer so viel aus. Und dann haben wir noch ein bisschen Zitrone. Man könnte genauso gut Essig nehmen, man könnte Limette nehmen, man kann, also kann machen, was man will. Ich mag es am liebsten, es gibt so eine gewisse Frische hier mit dem Zitronensaft. Der Zitronensaft verhindert jetzt auch, dass es weiter braun wird. Man sieht schon, die würden so ganz kleine braune Spitzeln kriegen, weil ich den paar davon ja schon ein bisschen vorher geraspelt habe, bevor ich mit dem Video angefangen habe. So. Wer mag, kann Pfeffer reintun, wer mag, kann noch Petersilie reintun. Ich liebe den pur. Und fertig. Das war schon mal das Erste. Ihr seht, der ist irrsinnig schnell, vor allem, wenn man eine Küchenmaschine hat, weil auch das Abwaschen von der Küchenmaschine geht ganz, ganz schnell. So, Teil 1 erledigt. Das ist mal die rohe Karotte. Man kann sie, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe als Kind lange Jahre gekochte Karotten gehasst. Ich mag das nicht, diese Konsistenz und der Geschmack und dieses, oh, das mochte ich nicht. Eine meiner Lieblingsmethoden im Moment, also die ich jetzt schon seit vielen Jahren mag, ist gedämpfte Karotten. Und ihr seht schon, wenn ihr da schaut, ich bin immer zu faul, ich wasche Karotten eigentlich so, schäle sie so gut wie nie, gewaschen sind sie schon, aber ich schäle sie so gut wie nie. Das ist reine Optik. Wenn ihr findet, es ist schöner, wenn sie geschält sind, dann schält es in Gottes Namen. Ihr dürft nicht vergessen, die Bakterien und viele Nährstoffe sind direkt unter der Haut. Die Bakterien sind auf der Haut, die sind gut für uns, wenn das Gute aus der Erde sind, aus einer vor allem biologischen Erde. Und deswegen, da ist schon noch was Nützliches dran, man kann sie ruhig mit Schale essen. Jetzt ist es so, ich finde gedämpftes Gemüse ein bisschen fad und deswegen ist es immer wichtig und auch jetzt hier wieder hilft es ja der Verdauung, wenn man ein bisschen Fett dazu tut und ich finde, dass sich gerade gedämpfte Gemüse extrem im Geschmack verbessern, wenn man sie dann noch ein bisschen mit Fett anmacht und anschwitzt. Und zu Karotten passen eben, passt sehr gut Butter. Das heißt, wir schmelze jetzt hier ein bisschen Butter und dann mag ich da auch sehr gerne dazu Petersilie. Die habe ich vorher schon gewaschen. Da zupfe ich jetzt nur so ein paar Blätter ab.
eh an. Die ganze Platte an, ja. Ich bin ein Fan von flacher Petersilie, also das sind die flachen Blätter hier und nicht die gekräuselten. Es ist völlig wurscht, nimm die, die dir besser schmeckt oder welche du bekommen kannst. Ich mag die einfach persönlich lieber. So, wir schmelzen jetzt hier die Butter ein bisschen. Und dann, das habe ich immer sagen, das ist ein bisschen abgekühlt, sonst könnte man das nicht mit den Fingern so reingreifen, weil ich das schon vorbereitet hatte. Deswegen kann ich da jetzt so reingreifen, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Und das alles, was das macht, ist, dass es erstens in Butter schwenkt, sodass das alles ordentlich hier mit die Butter so ein bisschen überzogen ist. Man kann es einen Hauch anbraten, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Und dann salzen wir das noch ein bisschen. Pfeffer, wer mag. Und ein bisschen Petersilie drüber. Wenn sich jetzt fragt, ob das viel zu viel Butter war beim Abnehmen, das ist alles nicht so tragisch. Das war jetzt ein bisschen ein größeres Stück Butter. So viel hätten wir jetzt für diese Menge an Karotten nicht gebraucht. Also wenn ich das, aber es ist total okay. Also wir sind jetzt beim Fett nicht heikel, aber ich sage, Mensch, das war so ein Riesenstück Butter. Ich hätte die gleiche Menge Butter genommen für doppelt so viele Karotten. So, das tue ich euch hier vom Teller raus, dass ihr seht, wie das ausschaut. Und das ist was völlig anderes und leichter verdaulich und schmeckt besser als jetzt die normalen gedämpften Karotten, die ein bisschen langweilig sind. Eine andere gute Methode für sehr viele Gemüsesorten ist es, sie zu pürieren. Also gerade wenn Leute sagen, ich bin jetzt noch nicht so gewohnt oder so, dann sind sehr oft pürierte Gemüse ganz gut. Und hier ist eine ganz einfache Ingwer-Rote-Linsen-Karottensuppe. Jetzt, wenn du mal schaust, das habe ich jetzt schon vorbereitet. Da habe ich vorher Zwiebeln und die Karotten angeschwitzt, dann habe ich die roten Linsen rein, dann mit Wasser aufgegossen, da ist ein bisschen Ingwer drinnen und das habe ich jetzt 20 Minuten köcheln lassen, dann schaut das so aus. Und alles, was wir jetzt machen, ist, dass wir das pürieren und dann geben wir noch einen Hauch Kokosmilch rein. So, das reicht für den Geschmack. Gesalzen habe ich das habe ich mit Salz kochen lassen, also ein bisschen Salz kommt rein und das beschmeckt man dann noch mit Zitronensaft ab. Aha, das ist jetzt zu knapp. Ihr seht schon, das ist eine sehr dickflüssige Suppe. Wem das zu dickflüssig ist, der kann die einfach damit Wasser verdünnen. Ich mag das ganz gern so als Püree. Ja, da sind auch noch ein paar Stücke drinnen. Ich mag das auch gern. Ihr braucht es auch gar nicht pürieren. Ihr könntet die Suppe auch genauso stückig essen. Was immer ganz gut ist bei Suppen, das wollte ich noch ganz kurz zeigen, ist, ich habe eigentlich immer Knochenbrühe im Kühlschrank. Wollte ich mal zeigen. So, das ist Knochenbrühe, das ist Hühnerbrühe. Und das hätte ich jetzt entweder mitkochen lassen, aber ich wollte es euch unbedingt zeigen. Da sind viele Nährstoffe drinnen, die wir sonst nirgends anders kriegen. Also da ist zum Beispiel Kollagen drinnen, sind fettlösliche Vitamine drinnen. Da sind sehr viele Mineralien von den Knochen drinnen. Und es ist sehr wertvoll, die spritzt mich jetzt gleich an, die Suppe. Und es ist sehr wertvoll, die da mitkochen zu lassen. Man hätte jetzt, wie gesagt, das Ganze da drinnen kochen lassen können. Ich gebe es jetzt nachträglich rein. Nur so einen Schuss. Die Suppe schmeckt gleich viel, viel, viel besser. Es ist unvergleichlich besser. Und liefert ganz tolle Nährstoffe. Also wer sowas zu Hause hat und möchte, kann das immer wieder in die Suppen rein. Das macht die Suppen wertvoller, die Nährstoffe werden besser aufgenommen.
auch vom Gemüse und sie wird auch leichter verdaulich. So, wir haben drei komplett verschiedene Dinge mit Karotten. Wir haben einfach den ganz schnellen Karottensalat, mein absoluter Lieblingskarottensalat auf der ganzen Welt. Die gedämpften Karotten mit ein bisschen Butter und Petersilie und hier eine Karotten-Ingwer-Linsensuppe mit einem Hauch von Kokosmilch und nochmal verbessert mit einer Knochenbrühe aus Hühnern. Hat dir das Video gefallen? Dann vergiss nicht, unbedingt unseren Kanal zu abonnieren. Und natürlich freuen wir uns, wenn du unser Video likest. Wir haben auch eine Facebook-Seite, wo wir zusätzlich ein bisschen anderen Content posten. Werde da auch unbedingt Fan, damit du das nicht versäumst. Und falls dich der Faustformel Club interessiert, der hat jeden Monat tolle Schwerpunkte, Videos, Speisepläne, den Foodplan, eine tolle Community. Unterhalb dieses Videos findest du einen Link, da kannst du um nur 1 Euro einen ganzen Monat in den Club hineinschnuppern und herausfinden, ob das was für dich ist.